Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja Leute, ich habe euer Geschrei gehört. Ich habe mir Yucca Juice gemacht und habe mir 3 Stück reingezogen. Weißt du, habe die ganze Zeit die Yucca Frucht in der Tasche und bin zu doof, mir Yucca Juice zu machen. Hier, 3 Stück habe ich mir gemacht. Ihr seht, ich habe auch noch Cool Drink Action am Start. Ja. Mitdenken, Freude schenken, sag ich immer so schön. Da wollte ich mich auch selber dran halten. Weißt du, hauen wir die ganze Zeit da die komischen Bären rein, weil sie genau einmal Wasser geben. Nee, brauchst nur ein Yucca Juice machen. Wäre zu einfach. Gut, ich habe da noch ein paar mit dem paar Steinäxte. Ein bisschen hier Steine schon mal abgefarmt, ein bisschen Ebene gemacht und so. Ist halt das, was ich jetzt im Moment dann nachts mache. Dadurch level ich noch Construction Tools halt weiter. Haben wir jetzt auf 14, nee, 15 sogar schon. Also ist nicht mehr viel. Cobblestones, das kann hier bleiben. Torches können natürlich hier bleiben. Ja, den Poncho habe ich ausgezogen. Weil es einfach zu kalt war mit dem Buff. Gut. Was liegt an? Es liegt an Händler. Und dann definitiv erstmal Wasser organisieren. Ansonsten natürlich brauchen wir Lehm, also Clay. Holz. Ja. Na super. Es wird noch niemals ein Stein oder ein Holz mitgenommen. Gucken, was wir mit der Hand kriegen. Um überhaupt noch mal eine Hacke zu machen. Soweit ist schon gekommen. 4 reichen. Steine können wir auch sammeln. 4 Stück und bisschen Gras. So, ein Stone noch hier. Komm her. Gut, perfekto. Sehr los. Hier waren wir, ne? Hier waren wir. Können wir aber auch die Sachen noch zerlegen hier. Hat er eigentlich reingeguckt? Ja. Mit der Wrench. Können wir eigentlich auch mal machen. Was so Schönes gibt, außerdem ist ja mal Ruhe hier. Kühlschrank gibt nur ein paar Plastik. Ein Rohr. Einmal Elektro. Gibt auch ein Rohr. Also Rohre gibt es hier beim Sink. Macht ja auch Sinn. Noch eins. Nur Rohre. Der Ofen. Elektro. Elektro, Plastik. Einmal. Elektrokomponente oder was? Gleich mal gucken, was der Unterschied war. Zum Schluss nochmal von jedem ein. Elektrokomponente, Elektrik Parts.
Ja, sehr nice. Das war mit dem Bett hier. Da, da gab es doch die Federn. Na also. Am Gestell gibt es auch nur Rohre. Oh, komm, wir nehmen es mal mit. Gibt natürlich auch Construction Tool, ne? Schade. Wasser lassen wir mal. Gut. Ja. Vielleicht gehen wir auch erstmal hier die kleinen Häuserchen noch durchlooten. Ist aber nichts Fettes drin. Was sagen? Du siehst aber ein bisschen nackig aus, hä, Baby? Bisschen Blut beschmiert, aber mein Gott. Oh, scheiß Frisur hast du. So. Ich weiß ja auch, warum ich die Axt machen wollte. Oder wieder diese. Ja, Vögel haben wir hier echt wenig, muss ich sagen, ne? Dem Biom. Ach ja, Alter, jetzt müssen wir aufpassen. Vorsicht, Wolf, hä? Und gleich schon mal die Eisenpfeile laden hier. Da war einer draußen und einer war drin. Keine Ahnung, ob die despawnen oder irgendwas. Ich höre auf jeden Fall keinen. Hier haben wir ihn zuletzt gesehen. Ach ja, das hätten wir doch auch die ganze Zeit schon machen können, ne? Bin so ein Idiot, ey. Hätten wir die ganze Zeit schon Items verbessern können. Warum die jetzt zu ist, weiß auch kein Mensch. Ich habe es vorher nicht zugemacht. Aber gut. So ein Ballerkopf, echt. Gerade diese Steindinger, da hätten wir doch mal eben 20 Stück machen können. Jetzt habe ich natürlich keine Ressourcen dafür mitgenommen. Perfekt. Aber gut. Ein bisschen Holz, ein bisschen Stein, ein bisschen Gras. Weil wir leveln dadurch ja auch viel schneller dann die Kunstwatschen-Tools. Bin so ein Ballerkopf, echt. Ja, da sieht man mal wieder, wie komplex das Spiel eigentlich ist, ne? Was man hier alles denken kann oder sollte, damit man die optimalen Ergebnisse erzielt. Ja, das ist auch mit leider meine letzte Folge erstmal in der Aufnahmesession. Kann ich ja schon mal ankündigen. Obwohl ich gerade so im Flow bin. Muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, ist glaube ich schon die fünfte, wenn nicht sogar die sechste Folge. Und ich will einfach nicht so zu viel vorproduzieren, weil wie gesagt, die Experimente, da kann sein, dass ich wieder in 3 Tagen was kommt. So, Holz reicht. Und da würde ich euch ja wenigstens ein bisschen zeitlich aktuell was zeigen.
könnte natürlich auch einfach sagen. Ja, die Frage ist halt, ob wir, aber sie schreiben immer, dass man sollte neu anfangen in einer neuen Version. Damit die. Hört sich da schon so nach so einer Schrei? Hexe an oder was? Wieso nimmst du die Steine nicht mit oder was ist das? Lädt ist das? Oder voll bis. Ich könnte natürlich sagen, ich habe Bock halt jetzt noch weiter zu zocken. Ich könnte natürlich noch weiter zocken. Und wir sagen dann einfach bei jeder neuen Version, die kommt, fangen wir halt definitiv von vorne an. Ich beende einfach die letzten Aufnahmen, also ich strahle nicht weiter aus. Wir fangen mit den neuen an. Aber es kann natürlich jetzt auch sein, dass jetzt eine Woche nichts kommt, ne? Kann auch sein. Es ist natürlich so, dass ich dann wieder ein bisschen... Jo, jetzt kommt der Hunger auch noch, oder was? Zu weit... im Voraus produziere. Wie gesagt, im Let's Play wird es definitiv nicht machen. Ich werde es hier auch nicht machen. Letzte Folge. Muss ich halt nochmal für mich privat jetzt ein neues Spiel nochmal von vorne anfangen. Gut. Wie viele können wir machen? Wird doch reichen. Wie gesagt, ich werde es mir die nächsten... Boah. Also bis zur Stable-Version auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht dann nochmal ein, zwei Wochen, wenn die Stable draußen ist. Wie das so läuft mit den Kommentaren, ob ihr da Bock habt. Irgendwie am... Spielgeschehen mit teilzunehmen. Sollte das so sein. Nein, ich muss erstmal ein bisschen Platz machen. Sollte das so sein, werde ich so machen, dann werde ich nur 3 Folgen maximal aufnehmen. Oder maximal 4 vielleicht. So dass ihr auch Einfluss nehmen könnt. Oder beziehungsweise wieder darüber reden könnt, keine Ahnung. Ich finde es halt immer ein bisschen dumm, wenn ich was mache und dann schreibt jemand rein, ja, probier doch mal so und so vielleicht. Und da muss ich ihm sagen, ja, kann ich dann in der nächsten Season machen, so wie es bei Rust halt ist. Ja, kann ich dann mal ausprobieren. Ist, na, so kann ich halt sagen, jo, schau mal in 2 Folgen, in 3 Folgen wieder rein und ich habe es vielleicht ausprobiert. So ist zumindest mein Gedanke dahinter. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne oder... würde ich euch sogar auffordern, mir eure Meinung dazu zu lassen. Weil wenn ihr sagt, nee, ich gucke das einfach nur zum Relaxen und so, völlig in Ordnung, gar kein Problem. Aber dann weiß ich halt, dass ich mir das auch einfach einteilen kann, ne? Meine Zeit, weil dann nehme ich, so wie jetzt, wenn ich Bock habe noch, ja, dann spiele ich halt nochmal 3 Stunden. So, das sind dann nochmal 4, 5 Folgen. Das ist ja halt der Sinn oder der Gedanke für mich dahinter. Wenn es aber so ein paar Leute gibt, die sagen, nee, wir hätten es gerne aktuell, damit wir auch ein bisschen Einfluss drauf nehmen können. Dann probier es natürlich, das aktueller zu machen. Wie gesagt, ich werde mir da Gedanken machen zu bis zur Stable-Version. Also bis dahin könnt ihr mir gerne eure Meinung da lassen, auch wenn ihr es jetzt später seht. Die Folge hier könnt ihr eure Meinung trotzdem noch da lassen. Die wird bis dahin noch Einfluss nehmen.
würde ja denken, mal 2 Wochen bestimmt, wenn nicht sogar 3. Man weiß ja nicht. Wie gesagt, Seven Days to Die kann ich halt auch unter der Woche mal aufnehmen. Könnte ich mir zum Beispiel auch sagen, keine Ahnung. Ich nehme den Mittwoch und mache dann halt immer mittwochs 3, 4 Folgen. Gar kein Problem. Aber ansonsten wäre es halt für mich einfacher oder ich habe die besten mehr Freiheit. Weil wenn ich dann echt mal so einen Marathon mache, 10, 12 Stunden, dann habe ich natürlich auch dementsprechend viele Folgen. Ja super, Forge ist auch gleich leer, die Minute warte ich jetzt hier. Habe ich ja halt die entsprechende, kann man die überhaupt noch aufnehmen hier? Können wir ihn immer noch klauen. Dann habe ich ja halt die entsprechenden Folgen und kann sie zeigen, ne? Und habe dann 12 Folgen, 12 Tage Ruhe und könnte zum Beispiel dann auch mal mich an Darkest Dungeon oder sowas ranmachen. Was mich auch schon wieder in den Finger juckt. Aber jetzt ist ja erst 7 Days rausgekommen, da muss ja erstmal. Seven Days antesten. Ist ja nun mal so. Und wie gesagt, ich habe auch Bock bei 7 Days was Großes, Fettes zu bauen. Und dann ist es auch immer schwierig. Gerade wenn man dann so im Baumodus ist. Na super. Wisst ihr selber. Gerade wenn ich dann etwas Großes bauen sollte. Dann kannst du ja nicht einfach mal wieder. Machst du 3 Folgen. Das sind 1,5 Stunden. Wenn wir dann auf 1,5 Stunde spielen. Dann ist das vielleicht 1 Tag oder 1,5 Tage. Und dann kann ich nicht sagen, jetzt höre ich auf. Weil man hat ja dann seine Vorstellung, was man bauen will. Und dann will man ja auch Gas geben. Ne? Dann willst du ja nicht wieder erst eine Woche oder 3, 4 Tage warten, um dann wieder 3 Folgen, 1,5 Stunden was zu machen. Das geht aber nicht. Wie gesagt, jetzt so hier Anfangsphase und sowas. Geht das vielleicht noch. Aber sind da jetzt hier auch 5 Folgen gewesen? Oder sind sogar 6 Folgen? Ist nun mal einfach so. Lass mal den Envel hier. Lass auch mal 50 Holz hier um den Dreh. So, man weiß ja nie. Gut, ich überlege jetzt ja gerade. Ich weiß nicht, was das Reparieren kostet. Wie schnell geht das denn? 151? Eins hat es gekostet. Hätte ich nämlich gesagt, mache ich nochmal eine neue, aber 20 ist natürlich eine Menge, ne? Was das kostet. Mache ich nochmal eine neue und wir fügen die zusammen, anstatt zu reparieren. Gut, bevor wir jetzt irgendwie claymäßig was machen, holen wir Wasser. Sonst kommen wir da wieder nicht zu. Ich kenne mich doch. Ist auch gar nicht so weit weg hier. Können wir einfach hier quer drüber ziehen. Können noch ein paar zum Bösen auf dem Weg töten. Können hier noch ein bisschen Golden Rod mitnehmen. Super. Kohle könnten wir eigentlich auch mitnehmen, aber wir wissen ja, wo sie liegt. Also ja, das sind halt so meine Gedanken zu dem Ding. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Wie gesagt, lasst mir gerne eine Meinung da. Vielleicht kann ich es dann einfach so machen. Ich nehme ab und wann mal einfach nur 3 Folgen auf. Aber wenn ich dann halt mal so eine Bausession habe oder sowas, dann vielleicht auch mal ein paar mehr Folgen. Also ich kann immer noch nicht ganz genau sagen. So unten rechts irgendwie, wo der Bogen hinschießt. Ach, wir waren auch gerade beim Händler, wir hätten auch mal gucken sollen. Ist aber halt auf dem Rückweg nochmal da lang. Und da gucken, was er jetzt Neues da hat. Es sollte ein neuer Stoff da sein. Vielleicht hat er ja Werkzeuge. Komm, wir gehen nochmal zurück. Nee, das ist nicht der Händler. Naja, gehen besser nochmal zurück, schnell. Können wir nicht auf dem Rückweg vielleicht noch woanders lang gehen? Ja, genau.
Ja, wie gesagt, wenn ich halt wirklich so im Baumodus bin, dann kann ich das schon mal definitiv ausschließen. Also werden sicher mal so 4, 5, vielleicht auch 6 Folgen am Stück werden. Aber ansonsten, wenn es so nur um Looterei und Zombies killen und so geht, könnte ich mir das schon vorstellen. Dass man da nur 3, 4 Folgen macht. Aber gut, hey, genug Jack zu dem Thema. Hey, Jackass. Sprüche sind echt gut, ne? So, Klamotten. Yeah, Klamotten hat da auch was da. Ja, mache ich auch. It's for real customers. Haben wir hier auch was reingelegt? Nee. Zack. How about I empty your pockets? So, gucken wir erstmal das Wichtigste. Ressourcen. Ammo und Weapons. Crossbow hätte. Sogar ein 285er, gar nicht schlecht. Painting Metall. Ist auch interessant. ...1700 Hammer. Was gibt's denn an Rüstung? Mit der Preise müssen auch mal die Siegeslita kostet 2,4, die kostet 2,6 in also wie gesagt, Rüstung muss er, wenn er nur eine gute kaufen. Sei denn, es ist die Banditenrüstung. Ja, ist ja die Frage, ob sich sowas hier lohnen würde. Ne? Wahrscheinlich eher nicht, ey. Unser Turret 8000. Ich nehme den Crossbow mit. Weil bis wir den bauen können, dauert das noch ewig. Also in der Qualität, ne? Concrete Mix, guck mal. Könnten wir auch. 20. 20 sind zwei Blöcke, ey. Was? Die 20 kosten 25 oder was? Oder kostet er jetzt 500? 25? Ja, 25 nehmen wir sie mit. Können wir sie nämlich gleich aufwerten, dann die komischen. Dann können wir gleich mal gucken, wie viel die kosten. Insulator. Ring. Bier. Ja, ich warte immer noch auf den. Auf die Axt oder die Pickaxe noch besser. Oder Steel halt. Aber Steel war auch nicht. Doch. Hui. Shit, man. I treat you that good and you don't even fucking tip me. Oh, nur die Werkbank für 20 Steel brauche ich. You're not bringing counterfeit money in here, are you? 1800, ne? Ja, oh, alles wird gut. Well, you best do some book learning at Born and Noble, cause you're dumber than dirt. Weißt du was? Ich glaube,
Frage ist halt, wie oft die kommen hier. Komm, scheiß drauf. No refunds, deal's done. Now beat it, fucker. Ja, ich höre euch doch. Pack's mal da rein. Weil, was ich euch sagen wollte zu dem Crossbow, jetzt, wenn wir jetzt schauen. Weapons Missing, bis ich einen 250er machen kann. Level 30. Ja, Level 30 muss ich sein. Und das dauert noch, da brauchen sie auch nichts vormachen. Da kann ich den lieber benutzen, kann den 2, 3, 4, 5, 8 mal reparieren. So, wo seid ihr denn? Du bist der Einzige, der noch übrig ist? Deine Kollegen sind schon weg, wa? Du bist einfach zu langsam, Junge. Ach, ich habe auch die Dingenspfeile drin. So. Jetzt aber zum Wasser. 15 Uhr schon wieder. Hammer. Ja, eine Stunde ist echt wenig. Also anderthalb Stunde ist schon definitiv entspannteres Zocken. Wieso? Gerade wo man jetzt so wenig Ressourcen am Anfang kriegt. Schon hart. Fand ich früher schon immer zu stressig, irgendwie eine Stunde. Weil ich immer mit großen Horden gespielt habe. Und weil ich auch vor allen Dingen immer... Ja, wenn ich erstmal anfange zu bauen, Leute. Dann wird's haarig, ey. Dem mir so oft vor, ja, baust was Kleines erstmal. Meistens endet's dann in irgendwelchen Palästen, ey. Nicht schön, aber groß, sozusagen. Gut, hier ist auch ein bisschen unerforscht. Können wir noch ein bisschen aufdecken. Hör auf zu stöhnen. Kriegst noch ein bisschen Food. Zack. Hier gibt doch Stamina. Ui, schwarzer Wolf. So, muss ich nicht mit anlegen. Aber ich will mal die Karre hier auseinandernehmen. Ja, wir kennen die Parts. Give me more. Baust du ab? Alter. Kommen sogar durch die Wüste wieder. Mhm. Sehr schön. Können wir nämlich gleich unsere Yucca-Vorräte auffüllen. Ich kann ein bisschen Sand mitnehmen. Damit wir uns auch mal ein paar Gläser mehr machen können. So, wir nächstes Mal hier nicht nur mit 16 Gläsern hin müssen. Ja, müssen die Pfeile jetzt noch verballern. Oh, guck mal, was wir haben. Wir haben sogar eine blaue Engine. Sich also gelohnt, da alles zu geben. Das können wir mal weghauen. Komm, dann kriegen wir eh mit nach Hause hier.
Ja. 30 Minuten voll. Gut, Leute, ich hole noch eben Wasser. Na, hier steht auch noch mal ein ganzes Auto. Give me water. Ja, es wird jetzt nochmal eine etwas längere Folge. Ich werde die jetzt hier nochmal durchziehen bis heute Abend. So, dass wenn ich mich dann einlogge, Nacht ist und ich mich erstmal ein bisschen orientieren kann, die Nacht dann nicht aufnehmen muss. Der nächsten Aufnahmesession. Weil es ist nicht, dann nicht so einfach, wenn man zwei, drei verschiedene Spiele spielt, dann immer gleich zu wissen, ach ja, dem Spielstand bist du. Gib her. Ja, komm her. Wackel doch nicht so mit deinem Köpfchen. Das war Glück, dass wir schon einen davon im Inventar hatten. Ja, wie gesagt, der Standort ist Bombe, wo wir hier sind. Ich habe aber nichts großartig. Ich weiß, das macht Verlust. Kohle ist jetzt auch nicht so wild. Knochenmesser kann auch weg. So. Ich werde nämlich noch die Karre auseinandernehmen. Da ist noch eine Karre. Knochenmesser jetzt eh weggehauen, scheiß auf dies. Auf dies. Hühnchen! Gib mir doch mal eine Nailgun, hätte ich fast gesagt. Ja, ihr seht, es dauert noch ewig, aber ihr seht auch, es levelt gut Construction Tools. Also man muss echt nicht mehr mit den Steindingern dann weiter haben hier. Ich habe auch nur für Holz nehmen. Ihr seht, dann nehmt lieber ein paar Autos auseinander. Oder Kühlschränke und so ein Gedöns. Durchlevelt ihr auch Construction Tools. Ich aufwerte natürlich mit dem Hammer auch. Oder auch mit der Wrench. Levelt ihr das natürlich auch. Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, schon die letzte Stufe lohnt sich nicht, aber ihr seht, man bekommt trotzdem Mechanical Parts. Was ja nicht unwichtig ist. Im Hinblick auf... Na ja, komm, ich mach das eine Glas auch noch voll. Oh yeah, es läuft, Baby, es läuft. Das ist ja schon ein richtiger Motor fürs Minibike. Ach, und der hat doch das Buch da gehabt sogar, ne? Oh, Leute. Leute. Wir müssen nochmal zum Händler. Ich muss auf den Preis gucken. Sonst müssen wir nochmal ein bisschen was organisieren, was wir verticken können. Den Motor haben wir schon mal. Haben wir auch schon eine Batterie? Nee. Aber vielleicht können wir die noch organisieren. Die 6 Fleisch. Aber den können wir doch erstmal anziehen. So, die 9 können wieder weg. Hier war doch noch ein ganzes Auto irgendwo auf dem Weg hier. Nee, kann ich jetzt nicht mitnehmen. Oder haben wir auch genug zu Hause? Dann
Sturm hier. Mach doch mal die Yukas wieder rein, damit ich das doch mal sehe. Ja, Bombe läuft hier einfach, muss ich sagen, Leute. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier noch locker 10 Stunden weiter zocken. Jetzt habe ich die Karre aus den Augen verloren, ey. Ist er doch. Zack, 19 Uhr. Ja, ich meine, ihr seid ja gewohnt bei mir, 7 Days to Die ist immer irgendwie lange Folge. Ich werde es aber definitiv versuchen in dem Let's Play. Ich mach das mal so, dann sehe ich, wenn es dort voll wird. Dann echt eine halbe Stunde einzuhalten. Könnt mir auch gerne dazu auch mal eure Meinung da lassen. Aber ich denke mir immer, ja, wenn ihr 40, 45 Minuten sind, ihr könnt's ja stoppen. Ne? Ihr könnt ja 25 Minuten gucken und kollabt euch am nächsten Tag ein. Gas. Aber irgendwann ist es natürlich so, dass ihr dann noch nicht mehr hinterherkommt, ne? Was ich natürlich auch verstehe. Deswegen, lasst mal eure Meinung dazu da. Also ich habe mir eigentlich jetzt so gedacht, die Scheiße braucht kein Mensch. Halbe Stunde, was ich eigentlich auch schon immer versuche, nur wenn ich jetzt hier auf einer Stunde spiele, ist das schwer. Weil dann einmal 5 Minuten drüber bist, dann kommt schon wieder die Nacht und Motor. Also man scheint immer... Ja, ist doch gut, Junge. Immer bei dem Wechsel noch mal was zu kriegen. Was war das jetzt hier? Planscheibe. What? Ich habe doch gerade was gescrappt. Ich muss auf jeden Fall den Hinterkopf behalten. Und ich muss mir am besten mal notieren. Obwohl, wir haben eigentlich noch 1944. Ja, normal. Clay. Aber ich werde mir trotzdem Notizen machen. Ich glaube, das ist angebracht. Damit ich einfach dann weiß, ungefähr was Sache war. Des Weiteren war ja meine Idee auch eigentlich, dass wir 2 Let's Plays machen bei 7 Days. Oder war mal die ursprüngliche Idee. Bin ich ja ein bisschen von weggekommen. Auch dazu könnt ihr mir auch gerne eure Meinung mal da lassen. Ich wollte halt ein Vanilla machen und ein Modded halt. Modded wäre dann... Oh, ich sehe schon wieder, wir haben Durst. Ich hätte mal das leere Glas gerade nicht nutzen sollen. Modded wäre dann allerdings mein eigener Mod. Wollte mal gucken, ob ich Korn noch hier, aber egal. Naja, ich sehe dich, Geier. Nee, vergiss es. Wir gehen nach Hause anstatt zum Händler. Obwohl, der liegt auf dem Weg, ne? Oder 2019. Ach komm, schaffen wir noch. Ich
habe im Moment aber auch noch nicht so die Vorstellung, was ich denn noch modden werde. Weil die Horden kann man ja jetzt einfach einstellen. So, mal kurz Laberpause. Hey, Asshole! You better not bring any diseases into my store. Hatte ich nicht das Minibike-Ding gesehen? Bin ich schon so verwirrt oder was? Da ist es doch. 1400. Dummer. Naja gut, schauen wir mal. Gerne, will ich gerne, aber es ist zu knapp. Gut, was muss ich mir notieren? Oder was ich am besten erzähle ich es euch einfach, was ich mir notieren muss. Dann brauchst du mir nicht notieren, sondern gucken wir einfach das Ende der Folge nochmal an. So machen wir es. Ja, was muss ich mir merken? Crossbow Bolts machen, weil wir haben Crossbow. Clay. Hier ist irgendwo noch ein Dicker. Den muss ich wegknallen. Oh, Leute. Clay muss ich organisieren, definitiv. Und eventuell das Minibike-Buch beim Händler. Da brauchen wir aber noch richtig Asche für. Wo ist er? Ach, die ist schon vor meiner Hütte, die Dicke. Oh, was ist jetzt hier los? Extrem buggy gerade. Wahrscheinlich ist sie deswegen auch reingebuggt. Seht ihr das? Ich hoffe, dass ich... Boah, Alter! Jetzt kriege ich Probleme hier. Gut, die Dicke ist tot. Nee, ist sie nicht. Ach du Scheiße. Hau ab, ey. Boah, das war knapp. Boah, mach doch jetzt nicht so eine Scheiße. Komm da raus, ey. Du rennst gleich. Jetzt hier eine. Nein. Boah, ich treffe ihn nicht, ey. Bleibt er, dann lauft er auch weiter, ey. Jeder Fall geht durch seinen verkackten Schädel durch. Das war's, Leute. Ich muss rein. Ja, jetzt geh da durch, oder was? Willst du mich verarschen? Also, da war ja wohl noch mal Nervenkitzel jetzt. Kleinen Arschlöcher, ey. Wegen so einem Backzeug haben die sich hier runtergebackt. Weil ich habe ja gar nichts gemacht, aber er hat ja nicht mehr was bei, weißt du?
Hammerhart, ey. Hammerhart. So. Ja, ja, gut. Gut, Leute. Ich beende die Folge. Ich werde es noch einsortieren. Dann ist sowieso hier erstmal Nacht. Oder ich mache noch die halbe Nacht und mache mir noch schnell was zu trinken fertig. Aber da braucht ihr euch ja nicht mit angucken. Ist ja eh zu lang. Gut, Checkliste, Minibike-Buch eventuell kaufen. Clay organisieren. Jo, waren erstmal die wichtigsten Sachen, ne? Gut. Ach, Crossbow-Pfeile machen. Bedanke mich fürs Zusehen. Hey, nur weil du Durst hast? Wie gesagt, lass mir zu den drei Sachen 2 Let's Plays, 1 Let's Play. Wo ich mehrere Folgen im Voraus aufnehme oder lieber nur ein paar kurze Folgen im Voraus aufnehme. Und das war das dritte. Ich weiß es schon nicht mehr. Ja, lasst mir einfach mal eure Meinung zu den Dingen da. Würde ich mich drüber freuen. Und bis zur nächsten Folge in der neuen Aufnahmesession. Bis dann. Danke fürs Zusehen. Ciao.